So, meine Damen und Herren, heute sind wir mal wieder unterwegs in World of Tanks und zwar mit dem sehr beliebten T-34-85. Das Problem an der Karte ist immer, wenn man hier gleich weiterfährt, kann es sein, dass wenn hier alle Feinde hinfahren, dass man hier dann eingekesselt wird. Denn dann können die von hinten kommen und von hier vorne. Ich hoffe mal, mein Team ist so kompetent und wird dann gleich hier mit hinfahren. Gar kein Feind in Sicht. Sehr, sehr merkwürdig. Guck mal, Cromwell guckt und sieht nichts. Na gut, dann fahre ich auch mal mit vor. Churchill ist da, oder was? Ja, Churchill 1 ist da. Interessant. Den sollten wir auf jeden Fall durchschlagen können. Die Wanne ist ja ganz schön gut gepanzert bei dem, aber Turm ist nicht so stark. Da sollten wir ganz gut durchkommen. T-150 ist natürlich ein großes Problem. Hier ist noch gleich ein Rudi dabei, der Premium sozusagen als T-34-85. Ich glaube, der hat jetzt geschossen. Den schießen wir mal hier unten durch. Ach komm, treffen muss man. Ich glaube, da unten müsste es durchgehen. Ich muss eigentlich schon längst zurückfahren. So. Ah, jetzt hat er nämlich nachgeladen gehabt. Gut, ist er weg. Churchill ist scheinbar auch weg vom Cromwell. Sogar ohne HP-Verlust weggerammelt. Na schön, und da war zweimal die Arti. Gut, ich würde sagen, das sieht ziemlich eindeutig aus, dass wir das hier schaffen. Das wäre es ja jetzt gewesen. Also, hätte ich den jetzt getroffen. Ah, komm. Firefly. Komm schon, komm schon. Zack, rein. Das ist immer problematisch, wenn die dann immer rausfahren. Dann muss man immer einen anhalten, einzielen, einzielen, einzielen. Deswegen das Beste, was er jetzt hätte machen können, ist einfach andauernd rausfahren und mir dann in der Fahrt ein bisschen reindrücken. Okay, IKV hat auch ein bisschen was bekommen. Ja, der macht einfach mega viel Spaß hier, der Panzer. Besonders wenn man dann zu zweit fährt oder so. Hä? Ich seh den gar nicht. Ach, da, auch da unten. Ganz kleine Zipfel von der Artillerie. Ja, Artillerie ist jetzt nicht so important, weg zu, ne, schnetzeln. Aber wir machen es mal. Kann ja nicht schaden. Denn die können immer noch gefährlich sein. Sieht ziemlich eindeutig aus. Ah, und ich würde auch ganz gerne noch was abbekommen. Komm schon. Ah, und raus damit. T-80 ist da noch irgendwo. Na gut, der kann mir wahrscheinlich nichts anhaben. Hätten müssen. Oh, das ist ein kleines Hütchen. Hä, sind wir da gerade nicht durchgekommen? Als ob. Bisschen merkwürdig. Doch, wir haben 150 Schaden gemacht. Sah nur ein bisschen komisch aus. Okay. Gut, jetzt lebt nur der Skoda und der ist irgendwo da ganz hinten. Am anderen Ende der Welt. Komm, holt ihn euch. Wer macht's? T-67 eventuell. Oder T-50. Ah, ich denke eher T-67. Hä, die sehen den nicht. Vielleicht ist der da irgendwo hinten runtergefahren. Ach, da ist der. Okay, hat er sich irgendwie scheinbar vorbeigeschlichen. Also ihr seht hier, 70 km/h bergabwärts, das ist schon lustig. Ansonsten fährt er normalerweise, wenn man gerade fährt bei so einer Map, vielleicht 45 bis 50. Also der geht schon wirklich ab, ist schnell. Und das ist noch nicht mal der beste Motor, den ich jetzt hier drin habe. Also da kann man auf jeden Fall einiges rausholen und macht wirklich mega viel Spaß. Bei 2077 Schaden habe ich jetzt bei nicht mal einer 100% Crew. Da geht das auf jeden Fall richtig gut ab. So, wir sind zweiter Platz mit 16 Damage hinterm Rudi. Ach, aber eine schöne Runde war es auf jeden Fall. Schauen wir nochmal hier. 410 Schaden über 300 Meter. 110 Schaden abgewehrt. Das war dann vom T-80. Und gut, 13.000 Credits würde ich doch mal sagen. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so rumstehen haben. Und sehen wir uns doch gleich mal in der zweiten Runde wieder. Ach Leute, das Gefühl, wenn man aufnehmen möchte und dann von 5 Runden in irgendwie 4 Achtergefechte kommt, das ist so schrecklich. Ach,
Mann, mit einem UI in einem 8er-Gefecht, am besten noch auf so einer schön hügeligen Map, am besten noch 1 Kilometer mal 1 Kilometer, dann ist es noch schöner. Mit gerade einer Geschwindigkeit von 14 km/h macht es sicherlich sehr viel Spaß. Braucht man auch gar nicht so lange, um mal irgendwie an die Front zu kommen. Also in 8er-Gefechten ist diese UI so ätzend, besonders wenn das irgendwelche ja, Hügel-Maps oder sowas sind. Wenn es eine Stadtmap ist, dann geht das voll in Ordnung, finde ich. Aber, ach. Wirklich ist ein bisschen schlimm. So, da ist ein Hetzer. Ich nehme ja ganz gerne Panzer raus, die so ein bisschen HP noch haben, aber trotzdem noch gefährlich sein. Was geht da dazu, ey? Oh, hallo. Oh, ein bisschen getauscht. Das Problem ist, er lädt jetzt schneller nach als ich. Vielleicht hat er schon eine 100% Crew, dann ist es noch problematischer. Ach, Mann. Ich habe hier leider mal wieder keinen Teams-Support. Das ist immer das Beste. Kann ich da auf dem Experimental wirken? Nee. Ist gerade der Rudi da runtergefahren? Als ob. Na, muss mir doch jemand Bescheid sagen. So, UI, jetzt kann ich mich mal revanchieren. Dieses Spiel, ey. Prall ich mit 175 an 150 mm Frontpanzerung. Aber ey, das ist so schlimm. So, da sehen wir doch was. Zack. Oh, schön reingelöffelt. Ja, also gegen UI war leider jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe auch echt übelst viel Hunger gerade, merke ich. Also ihr müsst wissen, zwischen T3485 und jetzt liegen ja keine Ahnung wie viel, aber bestimmt über eine Stunde oder so. Anderthalb Stunden, keine Ahnung. Wenigstens ein Kill. seht ihr ja oben links ist die Zeit, also gerade ist 18 Uhr. Und ich weiß nicht, wann ich die erste Aufnahme gemacht habe. Vielleicht gegen 16 Uhr noch was. Und der Rest war alles nur Müllrunden. Und ich hoffe mal, dass die ein bisschen besser wird. So, da ist noch ein dicker Max und so weiter. Aber ich würde ganz gerne hier wirklich runter. Den Kollegen hier. Was war das? Hab's nicht gesehen. Egal. AMX-40 kann uns nichts. Und Crusader auch nicht. Jetzt müsste ich so abprallen. An der Ende. Well, hello there, Mr. Heavy Tank. Are you having problems penetrating my armor? Klar, der versteckt sich jetzt immer, wenn wir einzielen. Oh! Was machst du denn da? Munitionslager. Ach, wie herrlich. Weg damit! Ach, endlich mal eine gute Runde. Sehr schön. Sobald man im 6er-Gefecht ist, läuft's. Das ist gar kein Problem. Oh, 36, der stirbt. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen was ab vom dicken Max. Naja, mal sehen. Dann läuft's, aber 7er und 8er, ach, ist ein bisschen schwierig. Gut, UI Experimental hat's gemacht. Sehr schön. So, schauen wir doch mal. Zack. 19.000 Credits, ein bisschen Erfahrung, schön. 1.100 Damage. Ja, T67 und Hellcat waren ein bisschen besser, aber das sind auch die wesentlich mobileren Panzer. Das heißt, man kommt viel besser dann zu den Feinden immerhin. Also, ja. Und 14.000 Credits mit nach Hause genommen. So, schauen wir mal, was wir hier noch drin haben. Wir haben hier zum Beispiel noch T34. Den würde ich jetzt nicht fahren, weil der ist ziemlich derselbe wie der T3485. Das Gute ist, wir haben jetzt gerade mit der Runde mit dem UI auch mein Versprechen eingelöst, dass ich auch noch das Video zu der anderen Kanone, hier zu der 10 cm Kanone mache. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nochmal eine Runde mit dem T3485. Denn um den soll sich ja ein bisschen in dem Video drehen. So Leute, da sind wir auch schon im Gefecht und ich werde heute mal eine kleine Weltpremiere durchführen. Und zwar fahre ich zum ersten Mal hier auf diese beliebten kleinen Hügelchen, wo
immer 1000 Panzer stehen und werde mal ein bisschen probieren zu snipern, denn in der 7er Runde kann man das ruhig mal machen. Das ist ganz vorteilhaft. Ich weiß leider nicht genau, wo man sich hier am besten hinstellt. Ich glaube, ich fahre noch ein bisschen weiter nach hier drüben. Das ist schon ein Bruder von mir. Ah, schade. Hätte ja sein können. Also ich hoffe mal, ich kriege jetzt keinen Shitstorm hier von drüben. Nee, zum Glück nicht. Gut. Oh, hier ist sogar noch ein Busch. Das ist ja optimal hier, die Position. Jetzt muss nur noch was aufgehen. Vielleicht macht der Strich was auf. Da hinten ist Wasser, aber auf das kann ich wahrscheinlich nicht schießen. Nee, da oben ist aber was. Ach, da kann ich auch nicht drauf schießen. Jetzt. Kritischer Treffer. Na. Mensch. So, jetzt. Zack, ab in den Comment rein. Snipern geht sogar tatsächlich gut, sehe ich gerade. Guck mal, wie geradeaus der schießt. Krass. So, ich spekuliere mal drauf, dass er gecheckt wurde und da immer noch ist. Nee, ist noch nicht mehr. Ja, der Comet, der leidet. Der denkt sich jetzt, ach, ab nach unten. Sind da jetzt Häuser oder wo ist er genau? Ach, ich glaube, der ist da in so einer kleinen Felsspalte. So, da hinten ist was. Das kann ich aber leider nicht beschießen, weil da meine Sicht, meine Abbildungsreichweite nicht ausreicht. Was cool ist, wir sind ja auch scheinbar gar nicht aufgegangen jetzt. Weil wir eben hinter dem Busch hier stehen. Es wäre halt cool, wird hier unten jetzt nochmal was aufgehen. Ach, sieht gerade nicht so aus. Ah, da hinten ist was. Ah, das ist wieder der Type. Oh, und getrackt. Ach, Mann. Ecke sehen wir leider nicht. So, 700 Damage haben wir schon. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt mal ein bisschen was Riskantes. Hier lang, komm schon. Wo lebst du das? Ja, ja. Denn dann können wir mal hier ein bisschen beim Angreifen helfen. Ach, Mann. So, Hellcat. Komm schon. Stückchen Hellcat. Mann, ich sehe nichts. Sind ja Steine überall, oder was? Ugh. Die 20, ja, die sind ja hinter einem Hügel. Größtenteils. Oh, es werden da unten KV-1. Oh, der hat ja einen Blödsinn gebaut. Der ist raus. Ach, vom KV-2. So, holen wir uns mal den Type. Ich fahre mal jetzt ein bisschen aggressiver. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis noch. Ach, der Type ist schon bitter raus. Ach. Da jetzt. Oh, Artillerie. Oh, fast uneingezielt sogar getroffen. Denn ich wollte den Kill haben, bekomme ich aber nicht. Schade. Ein bisschen vorfahren. Ja, machen wir mal. Können wir uns mal was trauen. IKV habe ich aufgeklärt. Oh, da hinten. Das sehen wir aber irgendwie nicht. Wo ist denn der? Ist in dem Haus da drin, oder was? Mann, KV 2. Ich will nämlich mal hier schnell drüber fahren. Also, wenn wir jetzt nicht drauf gehen sollten, können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden zusammenfahren. Farmen, meine ich. So, da ist ein Striff. Das ist gut. Striff, komm, Striff. Ach, Kanone. Und nur gecheckt. Ein Auto lauter. Ich weiß nicht, wie viel Schuss der hat. Ja, und jetzt alle und dann geht natürlich wieder die Kette wieder ganz sozusagen. Ist der UI? Ach, der ist raus. Cool. Kommen die zu mir? Ich denke nicht. Doch, da guckt was. Trommel hat geguckt. Metz. Cool.
Ein Kill, 1740 Schaden, eine ziemlich, ziemlich geile Runde. Also, ich musste 1,5 Stunden aufnehmen, habe 2-mal den T-34-85 gefahren und das waren die besten Runden. Gut, First Class haben wir bekommen. 1740 Schaden, wie gesagt, wir waren sogar der Beste hier in der ganzen Rangliste vom Schaden. Ja, Kills sagt eigentlich überhaupt nichts aus über eine Rundenleistung, wenn dann sogar eher noch die Erfahrung, aber das sind wir ja sogar auch Erster. Also ziemlich coole Runde hier. 18.000 Credits haben wir mit nach Hause genommen. Dann kurzes Fazit, im Großen und Ganzen gefällt mir der T-34-85 echt mega. Auf Stufe 6 ist das wirklich einer der besten Panzer überhaupt, also selbst... Für mich, finde ich, kommt kein Medium, kein Light an diesen Panzer ran, einfach weil der mobil ist. Er hat eine gute Kanone, er hat eine in Ordnung gehende Turmpanzerung. Es geht wirklich sehr viel durch. Aber es kann auch mal passieren, dass mal bei der Kanonenblende oder sowas von einem Medium oder Light mal was abprallt. Er ist wirklich mobil, er hat eine in Ordnung gehende Sichtweite für ein Medium, er hat eine sehr, sehr gute Tarnung. Und deshalb kann ich ihn auch einfach nur wärmstens empfehlen. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Panzer. Gut, dann soll es das auch schon gewesen sein. Schaut gerne noch bei den anderen Kollegen vorbei. Einfach mal durch die letzten Uploads ein bisschen durchscrollen oder in unseren Playlisten stöbern. Dort findet ihr sicherlich noch einige Videos, die ihr eventuell noch nicht gesehen habt. Und ja, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Schreibt gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.